wenn die Welt um dich herum immer komplexer wird und die Ereignisse scheinbar verrückter, wenn sich unsere Gesellschaft immer mehr polarisiert und wir überfordert sind von der Informationsflut und sich das Rad der Zeit zumindest gefühlt für die meisten von uns immer schneller dreht, dann stellt sich für jeden und jede und sehr wahrscheinlich auch für dich die Frage, wie ist es möglich, mitten im Sturm Ruhe zu finden, vielleicht sogar Glück? Wie ist es möglich, in diesem hohen Wellengang der Evolution nicht unterzugehen, sondern die Wellen zu surfen, eventuell sogar mit Freude und Lust? Mein Name ist Veit Lindau und dies ist eine Episode in meinem Podcast Seelengevögelt für die Rebellen und Rebellen des Geistes. Und ich möchte dir heute drei Methoden bzw. drei Grundprinzipien vorstellen, essentielle Grundprinzipien, die dir dabei helfen können, dich auf eine Zukunft vorzubereiten, in der im Grunde genommen nur noch eins sicher ist, dass nichts mehr sicher ist. Dies ist die letzte Episode, bevor ich mich zurückziehe. Und keine Angst, ich komme wieder. Ich werde im Laufe dieses Podcasts auch noch erklären, warum ich jetzt für eine Weile rausgehe. Wir werden aber hier auf diesem Kanal sehr wahrscheinlich Ausschnitte aus meinen Seminaren bringen. Es lohnt sich also, hier regelmäßig vorbeizuschauen. Am Ende dieser Episode habe ich noch eine Einladung für dich und die hat auch etwas mit diesen drei Grundprinzipien zu tun. Doch jetzt zuallererst zu dir. Herzlich willkommen und ich freue mich, dass du da bist. Und ich möchte dich einladen, auch wenn das vielleicht erstmal ungewöhnlich ist, in so einem Podcast mit mir gemeinsam ein paar Mal tief durchzuatmen. Bisschen langsamer zu werden und hier in der Gegenwart anzukommen. So, ich weiß nicht, ob du gerade nebenbei etwas machst oder ob du sitzt oder liegst oder stehst. Aber ich lade dich ein, eine Möglichkeit zu schaffen, dass du mir wirklich mit offenem Herzen und einem offenen Geist lauschen kannst. Denn auch wenn ich dich nicht kenne, glaub mir, du bist mir wirklich wichtig. Ich bin jemand, der generell eigentlich immer sehr optimistisch auf die Zukunft geschaut hat. Ich bin ein Macher. Ich liebe es, Visionen anzugehen. Ich liebe sogar Probleme, weil die mich herausfordern und zum Wachsen bringen. Doch in den letzten Monaten, beziehungsweise in den letzten 2 bis 3 Jahren, habe ich gemerkt, ich schaue immer nachdenklich auf unsere Zukunft. Nicht ängstlich, aber nachdenklich und mit Respekt. Weil ich persönlich das Gefühl habe, dass sich die Entwicklung immer mehr beschleunigt, dass alles immer volatiler wird, alles immer vielschichtiger wird. Und ich beobachte die Menschen um mich herum oder auch in meiner Arbeit. Ich habe mit vielen Menschen zu tun und ich sehe, dass sehr, sehr viele Menschen heutzutage am Rande ihrer Kapazität stehen oder eigentlich schon darüber hinaus sind. Sie sind gestresst, sie sind gehetzt, sie sind nicht mehr wirklich aufnahmefähig. Und ich frage mich als Mensch, aber auch als Coach, als Bewusstseinslehrer, okay, wie soll das werden, wenn das alles noch verrückter wird? Und man muss kein Dystop sein, um zu erkennen, das wird noch verrückter. Ja? So all die Multikrisen, die wir angezettelt haben, angefangen mit Klimawandel, Globalisierung, Polarisierung unserer Gesellschaft, aber auch zum Beispiel künstliche Intelligenz und die damit verbundenen disruptiven Technologien, die bergen großartige Chancen, aber eben auch große Gefahren. Und mein Gefühl ist, dass die meisten Menschen nicht wirklich darauf vorbereitet sind. Und ich möchte in diesem Podcast 3 Elemente eines guten, wahren, gut ausgerichteten Lebens mit dir teilen, die mir sehr helfen und ich glaube, die für uns alle jetzt gerade in dieser Zeit besonders wichtig sind. Ich hole ein bisschen aus. Ich habe jetzt gerade vor kurzem in unserem Ich-Programm eine wunderschöne Lektion zu einem wunderschönen Thema gegeben, nämlich Heimat. Und in dieser Lektion habe ich darüber gesprochen, dass Heimat nicht primär etwas ist, was wir im Außen haben, zum Beispiel ein Haus, sondern Heimat ist eine Erfahrung in unserem Gehirn. Eine sehr wichtige Erfahrung, die unserem Gehirn auf der einen Seite die Erfahrung von Sicherheit schenkt und gleichzeitig die Erfahrung von Wachstum, Freiheit und Entwicklung. So, wir könnten ganz einfach reduziert sagen, du fühlst immer dann Heimat, wenn du in Bedingungen lebst, die für dich sicher sind und die dir gleichzeitig
die Freiheit geben, dich zu entwickeln. So, die Freiheit zu entwickeln, die haben die meisten Menschen und unsere Gesellschaft. Was ich sehe, ist, dass die Sicherheit für viele Menschen flöten gegangen ist und dass die alten Muster, über die wir Sicherheit hergestellt haben, nicht mehr wirklich funktioniert. So, die meisten Dinge, auf die wir uns verlassen haben, sind weggebrochen oder sie werden wegbrechen. Und ich sage dir das nicht, um dir Angst zu machen, sondern ich möchte dich einladen, dir proaktiv Gedanken darüber zu machen, wie du für dich die Erfahrung von Heimat gestalten kannst. Denn die gute Nachricht ist, selbst wenn gerade um dich herum Chaos ausbricht, selbst wenn du auf die große Welt einen relativ geringen Einfluss hast, hast du die Möglichkeit, in deiner kleinen Welt die Erfahrung von Heimat zu machen. Und das ist extrem wichtig für deine geistige, für deine seelische Gesundheit, aber auch für deine Potenzialentfaltung. Weil wir können nur erblühen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind gerade wirklich zu Hause. So, die folgenden drei Elemente können dir dabei helfen und ich lade dich ein, sie gleich ganz praktisch innerlich durchzugehen und dich zu fragen, ist dieses Element vielleicht bereits in deinem Leben integriert, dann es einfach zu feiern oder es vielleicht auf deine Liste zu nehmen und anzugehen, also eben nicht zu warten, bis die Kacke am Dampfen ist, auf gut Deutsch gesagt. So, das erste Element nenne ich deine sozialen Mikronetzwerke. So, die großen sozialen Netzwerke, die gehen gaga. Ich denke, da sind wir uns einig. Ja, da passieren auch ein paar interessante Sachen. Wir können uns austauschen, wir können unsere eigene Arbeit darstellen, aber letzten Endes werden die immer lauter, sie werden immer aggressiver, sie werden immer schneller und aus meiner Sicht dienen sie nicht mehr wirklich unserer Gesundheit, sondern sie irritieren uns und sie fragmentieren unseren Geist. Ja? Wir sind plötzlich mit ganz, ganz vielen offenen Loops beschäftigt, wir vergleichen uns mit anderen Menschen. Also das ist, die sozialen Netzwerke sind keine Heimat, will ich damit sagen. Soziale Mikronetzwerke brauchen wir deswegen, weil wir evolutionär gesehen als Herdentiere konzeptioniert sind. Sicher relativ intelligente Herdentiere, aber wir sind Herdentiere. So, selbst wenn du sagst, du bist der totale Einzelgänger, dann wette ich, hast du mindestens eine Bezugsperson in deinem Leben, die dir wichtig ist, oder vielleicht ein Haustier. So, der Vorteil an intakten, lebendigen, wertschätzenden sozialen Mikronetzwerken ist, dass sie sozusagen, egal wo wir uns gerade befinden, egal was sonst auf der Welt passiert, sie geben uns viel Stabilität, viel Ermutigung, viel Sicherheit. Deswegen möchte ich dich einladen, dich einfach mal zu fragen, hast du so etwas wie stabile soziale Mikronetzwerke? Das kann eine Familie sein, deine Liebste, dein Liebster, das kann aber auch zum Beispiel dein Arbeitsteam sein. Also Menschen, bei denen du das Gefühl hast, da ist eine große Verbundenheit da. Also ihr seid sozusagen auch, wenn sich im Außen ganz, ganz viel wandelt, seid ihr im Inneren tief miteinander verbunden. Du hast das Gefühl, du kannst dich da authentisch zeigen. Du kannst dich auch mal fallen lassen. Du kannst um Hilfe bitten. Du kannst aber auch Hilfe geben. Hast du so etwas? Wenn ja, würde ich dich von Herzen einladen, diese Menschen einfach mal auf eine Liste zu schreiben, sie zu kontaktieren und ihnen zu sagen, auf deine Art und Weise, wie wichtig sie für dich sind. Das tut den meisten von uns richtig gut. Und vielleicht bist du sogar präzise und du sagst, hey, ich wollte dich wissen lassen, du bist wichtig für mich, weil du gibst mir das, ich erfahre mit dir das. Dann gibt es vielleicht Menschen, da wünschst du dir, dass sie zu deinem sozialen Mikronetzwerk dazugehören. Aber im Augenblick wackelt die Beziehung. Oder vielleicht hast du diesen Menschen auch gar nicht angesprochen. So, mein Vorschlag, kontaktiere diese Menschen proaktiv und sag ihnen, du bist mir wichtig. Und ich würde total gern die Beziehung mit dir fördern. Ich würde sie gern mehr zum Erblühen bringen. Ich würde gern Intensität, Fokus, Liebe, Wertschätzung, Zeit in unsere Beziehung investieren. Ich habe vorhin gerade Fragmentierung gesagt. Fragmentierung unseres Geistes hat viele Aspekte. Einer davon ist, dass viele von uns ganz, ganz viele oberflächliche Beziehungen haben, die zum Teil auch extrem schnelllebig sind. Das heißt, diese Beziehungen haben nicht mehr wirklich eine Wurzel.
Und ein kleiner Teil deines Bewusstseins ist da und da und da und da. Aber das sind keine Beziehungen, auf die du dich wirklich verlassen kannst, denen du vertrauen kannst. Okay? Mein Tipp ist, fokussiere dich auf wenige Beziehungen, aber die fördere, die bringt zum Erblühen. Ich habe vor einigen Wochen einen Podcast aufgenommen zum Thema Wertschätzung. Der passt sehr gut dazu. Den verlinke ich dir in dieser Episode und dann gleichzeitig auch noch einen Podcast zum Thema, aus welchen Elementen eine lebendige Beziehung besteht. Warte nicht darauf, bis es dir schlecht geht. Warte nicht darauf, bis es Krisen gibt, sondern beginne jetzt bereits, aktiv diese Netzwerke zu fördern, aufzubauen, zu unterstützen. Und kleiner, aber wichtiger Tipp, komm nicht primär mit ausgestreckten, fordernden Händen, sondern investiere erstmal. Ja? Investiere Achtung, Wertschätzung, aber auch wirklich ganz aktiv. Sag den Leuten, frag die Leute, hey, was kann ich für euch tun? Wie kann ich für euch da sein? Wie kann ich dir zeigen, dass du für mich wichtig bist? Manche von uns können das selbstverständlich. Meine Frau ist zum Beispiel ein soziales Genie, würde ich sagen. Mir schwindelt manchmal, wenn ich mir vorstelle, zu wie vielen Menschen sie wirklich sehr intensive, aufmerksame Beziehungen unterhält. Mir fällt das zum Beispiel nicht so leicht. Ich habe tatsächlich eine kleine Liste und ich erinnere mich immer mal wieder dran, dass ich diesen Menschen ein Zeichen gebe, weil ich tendiere sonst manchmal dazu, dass ich einfach meine Arbeit verloren gehe. Das zweite Element, was ich gerne mit dir teilen möchte, hat etwas damit zu tun, dich in Wachstum und Unsicherheit zu verlieben. Ich habe am Anfang gesagt, es wird nichts mehr sicher sein. Erinnere dich an die Zeiten von Covid. Da haben die meisten von uns gesagt, oh, das ist so ein Chaos. Ich freue mich drauf, wenn es wieder vorbei ist. Und was wir damit gemeint haben, ich freue mich drauf, wenn alles wieder so beim Alten ist. Es ist nichts mehr beim Alten. Die Dinge überschlagen sich. Und die werden sich weiter überschlagen. So. Die meisten von uns sind noch durch ein Schulsystem gegangen, was uns ein relativ starres Wissenskorsett angelegt hat, was uns weniger daran trainiert hat, sich permanent selbstständig weiterzubilden und freudvoll, lustvoll dazuzulernen, sondern wir sind darauf konditioniert worden, feste Wissensinhalte zu verdauen, zu pauken und uns dann selbst in einer gewissen Art und Weise in Schubladen zu stecken. So bin ich, das kann ich, das ist mein Job. So. Ich nehme nur ein Beispiel. Die meisten Jobs, die es heute gibt, und da schließe ich zum Beispiel meinen mit ein, die wird es so in den nächsten 5 Jahren nicht mehr geben. Entweder sie werden komplett verschwinden oder sie werden massiv beeinflusst, zum Beispiel durch künstliche Intelligenz, und werden sich in der Art und Weise, wie wir arbeiten, massiv verändern. Und selbst wenn dein Job vielleicht sogar noch so bleibt, dann werden sich die Jobs der Menschen um dich herum massiv verändern. Und auch darauf wirst du antworten müssen, okay? So, die Herausforderung ist, vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren, da haben wir noch Berufungsseminare gehabt, wo wir gesagt haben, okay, es gibt den Beruf und es gibt das, dafür brauchst du die Fähigkeiten, ich lerne das jetzt 3, 4, 5 Jahre oder vielleicht sogar länger und dann fange ich in den Beruf an. Wenn du heute irgendetwas beginnst, weil es dich heute interessiert, weißt du nicht, ob es das in 2 Jahren noch gibt. Okay? Und das ist krass. Und ich spreche darüber gerade sehr, sehr viel mit unseren Klienten, aber auch mit den Teilnehmerinnen und unseren Seminaren oder auf unserer Plattform. Und ich habe den Eindruck, die meisten von uns pennen noch, was das Thema betrifft, denken, sie können das irgendwie aussitzen und machen sich nicht klar darüber, dass wir alle eine Zeit erleben werden, wo sich die Dinge im Minutentakt verändern werden. Machen sie im Grunde genommen jetzt schon, aber wir kriegen das noch nicht so richtig mit. So das, was viele von uns spüren, so eine Art von innerer Unruhe, von Gehetztsein, von Stress, hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir ja nicht isoliert in unserer Blase leben, in unserem kleinen Garten, sondern wir sind eingebettet in große Systeme, die sich gerade in einer atemberaubenden Geschwindigkeit verändern. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn du dich fragst, okay, wie kann ich mich denn auf etwas vorbereiten, was ich nicht kenne, dann ist das erste Prinzip, ich muss Nichtwissen willkommen heißen.
Ich muss es lernen zu genießen, dass ich es nicht weiß. Und damit meine ich nicht, blöde dazusitzen und nichts zu tun und einfach nur immer zu sagen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, sondern bewusst im Nichtwissen anzukommen und zu sagen, okay, ich weiß es nicht. Ich weiß sehr viele Dinge nicht, die heute auf der Welt passieren. Ich verstehe de facto sehr viele Dinge auf der Welt nicht. Und dass ich das Wissen, die Informationen unserer Welt, mittlerweile auch in einer rasanten Geschwindigkeit regelrecht verdoppeln, ist es völlig unmöglich für einen Menschen, alles zu wissen. So, es kann also nicht mehr darum gehen, um ein Bild zu gebrauchen, den Fluss einzufrieren, so das, was du eingefroren hast, mit nach Hause zu nehmen, in deinen Gefrierschrank zu legen und zu sagen, das ist Realität, sondern wir alle müssen begreifen, dass dieser Fluss des Lebens immer schneller fließt. Und das bedeutet, wir dürfen kapitulieren in dem, dass wir nicht mehr alles wissen und dass wir in Zukunft noch viel, viel weniger wissen werden. Also allein der Einsatz von künstlichen Intelligenzen wird dazu führen, dass Informationen exponentiell anwachsen werden. Lösungen, Technologieentwicklung, alles wird exponentiell anwachsen und es wird unmöglich sein, hinterherzukommen. Und ich lade dich ein, einfach mal für dich jetzt gerade nach innen zu lauschen und zu gucken, was macht das mit dir? Wie fühlt sich das an für dich, wenn du zum Beispiel nach vorn schaust, in deine Zukunft, persönlich, privat, beruflich, spirituell oder auf die Geschichte der Menschheit schaust und einfach weißt, dass du es nicht weißt? Die Verführung ist relativ groß, dich vielleicht zu trösten mit irgendwelchen Pseudogurus, die da draußen rumrennen in der sogenannten spirituellen Szene und irgendwelche Prophezeiungen von sich geben oder irgendwelche Schwarz-Weiß-Interpretationen. Aber ich glaube, dass die eigentliche Herausforderung, auch die Lösung darin liegt, dass wir akzeptieren, dass wir auf einer intellektuellen Ebene keine wirkliche Kontrolle mehr haben über das, was kommt. Du hast natürlich eine Kontrolle über diesen Moment jetzt gerade. Du hast eine Kontrolle darüber zu sagen, ich lege mir Routinen für meinen Alltag zu, die mir helfen, Ruhe zu wahren. Ich weiß, was meinen sozialen Mikronetzwerken gut tut. Ich weiß, was mir für ein Essen gut tut. Aber ich rede jetzt gerade von den großen Fragen. Okay? Ich rede einfach davon, dass sich unsere Berufe krass verändern werden. Dass sich unser Wirtschaftssystem krass verändern wird, dass sich politisch ganz, ganz viel sehr, sehr schnell verändern wird. Nicht wissen, bewusst zu bejahen und nicht abzublocken und zu sagen, ich will das nicht. Nicht zu denken, ich will mich nicht entwickeln. Ich will der Mensch bleiben, der ich bin. Sondern dich eher als einen lebendigen Prozess zu begreifen und zu sagen, ich erlaube mir, jeden einzelnen Tag bewusst nicht zu wissen. Bewusst neu zu staunen. Bewusst die richtige Frage zu finden, bewusst und klar die Antwort für diese Frage für heute, vielleicht noch für morgen zu finden, aktiviert ein Mindset in dir, das hast du sicher schon gehört, bei mir oder bei jemand anderem, das sogenannte Wachstumsmindset. So, das gibt es tatsächlich. Ja? Stell dir einfach vor, das ist wie ein Arbeitsmodus in deinem Gehirn, im Gegensatz zum sogenannten Fixed Mindset. So sehr, sehr viele Menschen heutzutage sind im fixen Mindset unterwegs. Das heißt, mit circa 30 bis 35 hat unser Gehirn festgelegt, wer wir sind, was wir können und was wir nicht können. Und dann versuchen wir mit diesem fixen Mindset auch die Welt um uns herum fix zu begreifen. Und je fluktuierter die Welt um uns herum wird, umso mehr trifft natürlich unser fixes Mindset auf Widerstand. Umso anstrengender wird es. Okay? Also stell dir einfach vor, du willst surfen, aber du stehst total starr auf dem Brett oder du klammerst dich total starr an das Brett und du jammerst über die Welle. Du jammerst darüber, dass du nicht weißt, welche Welle als nächstes kommt. So, das ist das fixe Mindset. Okay? Ich berate gerade viele Menschen dabei, die Schwierigkeiten damit haben, sich beruflich weiterzuentwickeln, weil sie zum Beispiel denken, hey, ich bin doch schon 50 oder ich bin doch schon 60. Ich will mich einfach zur Ruhe setzen.
Ich gebe dir eine Perspektive. Wenn du heute 60 bist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, dass du 100 Jahre alt wirst. Schau dir einfach mal an, wie sich die Dinge in den letzten 2, 3 Jahren entwickelt haben und dann rechne das hoch. Dann weißt du, das eigentliche Abenteuer deines Lebens steht dir noch bevor. Und du kannst dagegen kämpfen, du kannst dich starr machen und dann wirst du leiden. Oder aber du machst dich locker und locker werden hat ganz, ganz viel damit zu tun, zu sagen, ich muss es nicht wissen. Aber jetzt passiert was ganz Interessantes. Intellektuell nicht zu wissen, also nicht an dem festzuhalten, was du bis eben gekannt hast, sondern dich zu öffnen, ist ein enorm kreativer Zustand. Erstens im Zustand des Nichtwissens, vorausgesetzt du bist wirklich wach und du bist präsent, bist du offen für deine Intuition. Ja. Und sie wird dich beraten. Und das ist eine super coole Nachricht. Wir kommen dann gleich zum dritten Modul. Du hast in dir eine Instanz, die jenseits von deinem intellektuellen Wissen eingeklinkt ist in das große Feld. Und ja, ich weiß, das klingt jetzt wieder esoterisch, aber die meisten von uns, also auch die Atheisten und Atheistinnen unter uns, haben ganz sicher schon mal Erfahrung gemacht, dass du gemerkt hast, du weißt etwas jenseits von Worten und du kannst nicht wirklich erklären, woher du es weißt. So, wir gehen in unserer Arbeit davon aus, dass du tiefer als dein intellektuelles Wissen eine wesentlich tiefere, präsentere, aktualisierte Weisheit hast, die eingeklinkt ist in alles, was jetzt gerade auf der Welt passiert. Die wesentlich mehr verarbeiten kann als dein bewusster, kontrollierender Verstand. Und in dem Augenblick, wenn du Phasen schaffst in deinem Leben, dich hinsetzt, und ich betone, es ist wichtig, dass du dich nicht ablenkst, nicht zerstreust, sondern zum Beispiel in der Meditation wirklich präsent bist, und du kommst erstmal voll in deinem Nichtwissen an. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, was ich noch alles kann. Ich weiß nicht, wohin sich die Menschheit entwickeln wird. Ich weiß nicht, was künstliche Intelligenzen alles an Guten, aber vielleicht auch an Schlechten bringen wird. Und ich muss das heute und hier nicht wissen. Bitte führe mich. Bitte lehre mich. Und jetzt ist die spannende Frage, wen rufst du da an? Das ist je nachdem, wie du die Welt siehst. Du kannst die Quelle des Lebens anrufen, du kannst Gott anrufen, du kannst deine Seele anrufen, dein höheres Selbst anrufen. Aber aus meiner Sicht macht es total Sinn zu verstehen, dass es unter dem scheinbaren Chaos, also unter dem, was wir Menschen als Chaos erleben, immer eine tiefere Ordnung liegt. Und etwas in uns hat Zugang zu dieser Ordnung. Aber hier ist das Paradox, solange wir wissen wollen, also solange wir Bescheid wissen wollen, solange wir festhalten an unseren Glaubenssätzen, an unseren alten Begrenzungen, können wir diese Ordnung nicht wirklich aufspüren und kann uns diese Ordnung nicht wirklich lehren. Also es ist ein hochintuitiver Zustand und es ist auch ein sehr kreativer Zustand. Denn wenn ich mir zum Beispiel erlaube, nicht zu wissen, wie meine Arbeit in 2 Jahren aussehen wird, und ich aber sage, okay, ich möchte mich gern öffnen, ich möchte mich gern überraschen lassen, ich gehe davon aus, dass ich mein eigenes Potenzial selbst mit 50 oder 60, so maximal 10% gelebt habe, und da ist noch so viel mehr, dann kann ich mich führen lassen, dann kann ich mich überraschen lassen. Dann kann ich spielen. Und dann switche ich vom fixen Mindset ins Wachstumsmindset. Und das Wachstumsmindset kooperiert mit Entwicklung. Das Wachstumsmindset hält unser neuronales Netzwerk in einem lebendigen, elektrisierten Zustand und wir sind bereit, bis ins hohe Alter dazuzulernen. Was es braucht, ist, dass wir sagen, ich weiß es nicht, aber ich habe voll Bock, das Nichtwissen zu umarmen. Ich habe voll Bock, in ein neues Abenteuer zu gehen. Egal wie alt ich bin, ich öffne mich dafür, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug
immer wieder eine Überraschung für mich und meine Umgebung sein werde. Nichtwissen. Wir haben soziale Mikronetzwerke und wir haben Nichtwissen. Übrigens sind die sozialen Mikronetzwerke eine super gute Erdung für dieses existenzielle Nichtwissen. Weil selbst an Tagen, wo du mal gar nicht Bescheid weißt und denkst, oh fuck, was kommt da auf uns zu, kannst du am Frühstückstisch sitzen mit deinen Liebsten, ihr haltet eure Hände, ihr schaut euch in die Augen, ihr macht euch ein Kompliment, ihr sorgt füreinander und das gibt dir Grounding. Und das Nichtwissen ist dann viel, viel leichter ertragbar. Es macht doch Spaß, gemeinsam als so ein Mikronetzwerk in dieses Abenteuer des Nichtwissens zu gehen. Zum Beispiel als Familie sich mal hinzusetzen und zu sagen, hey, lass uns doch mal darüber sprechen, was wir wahrnehmen, was da auf uns zukommt. Wie können wir uns als Familie gut darauf vorbereiten? Oder genauso im Team. Nicht einfach immer so weiterzumachen, sondern zu sagen, wir entwickeln jetzt mal zusammen die nächste, freiere, flexiblere Version von uns. Das dritte Element, dafür brauche ich wirklich deine Entspannung, damit du es kriegst. So was immer du gerade vielleicht nebenbei tust, wenn es dir möglich ist, noch ein paar Mal so ganz tief bewusst durchzuatmen und hier anzukommen mit mir. Danke. Wenn alles um dich herum zusammenbricht und wenn du begreifst und erfährst, dass auch dein sogenanntes Ich kein festes Ich ist, sondern ein lebendiger Prozess, der sich immer wieder weiter entfaltet und entwickelt, dann brauchst du eine innere Heimat in dir. Und die gute Nachricht ist, dass es in dir eine Ebene gibt, in der du jetzt gerade, während du mir lauscht, absolut still bist. Und es kann sein, dass dein Verstand gerade sehr aktiv ist und du diese Ebene nicht mitbekommst. Es kann sein, dass du ein Konzept von dir hast, dass du sagst, ich bin nicht spirituell, ich bin ein total weltlicher Mensch, ich bin innerlich laut und quirlig und unruhig. Das glaube ich dir alles. Aber ich möchte dich gern challengen. Etwas in dir ist jetzt gerade absolut still. Und du kannst dich dafür öffnen, indem du jetzt für einen Augenblick versuchst, mir mal nicht nur über den Intellekt zu lauschen, sondern dich einfach entspannst, deinen Körper weicher werden lässt, und gar nicht versuchst zu verstehen, sondern dir vorstellst, nur mal vorstellst, dass es jetzt gerade da, wo du bist, eine Stille um dich herum und eine Stille in dir gibt, in die du dich jetzt gerade voll entspannen kannst. Und falls der Begriff Stille für dich primär akustisch assoziiert ist. So, es kann sein, dass du dort, wo du jetzt gerade bist, andere Laute hörst. Also ich höre zum Beispiel gerade draußen irgendein Rasenmäher. Es kann sein, dass du in einem Restaurant bist, was sehr laut ist. Oder im Verkehr. So, ich möchte dich gern challengen und einfach mal schauen lassen, ob du dort, wo du bist, deine Ohren ganz weit aufmachen kannst und dir sogar vorstellen kannst, du lauschst mit dem ganzen Körper und wahrnehmen kannst, dass all diese Geräusche, die äußeren, aber auch die inneren, all der Lärm deiner Gedanken eingebettet ist in eine große, freie, weite Stille. Und das bist du. Wie auch immer du das nennst, manche nennen es Seele, andere nennen es Essenz.
Anderen nennen es reines, stilles Zeugenbewusstsein, ist im Grunde genommen völlig egal. Viel spannender ist, ob du in deinem Leben für dich bereits Zugänge gefunden hast in diese Stille. So, wenn ich dir nur eine Sache mitgeben könnte, dürfte. Eine Sache, die dir aus meiner Sicht am meisten hilft, in dieser so lauten Welt voller Versuchung, Ablenkung, voller Gefahren zurechtzukommen, dann wäre es das. Dann wäre es meine Einladung an dich, für dich einen Zugang zu dieser inneren Stille zu finden. Stell dir einfach vor, dass ein kleiner Teil deines Bewusstseins tagsüber wahnsinnig aktiv ist und Gedanken produziert, Gefühle produziert, Ängste und Sorgen und Begierden und so weiter. Und stell dir vor, dass dieser kleine Teil deines Bewusstseins eigentlich nichts weiter ist als eine Welle auf einem riesigen Ozean. Und dass, wenn du anfängst, in diesen Ozean einzutauchen, dass du merkst, dass es immer, immer stiller wird. Ich habe diese Stille zum allerersten Mal vor 32 Jahren in einem Meditationsretreat kennengelernt. Ich war damals jung, ich war leidenschaftlich, ich war wütend, habe mich mega wichtig genommen, ich war tierisch beschäftigt. Ich habe extrem viel Leid für mich und andere Menschen produziert. Und als ich damals zum allerersten Mal in dieser Meditationshalle saß, war ich überhaupt nicht still, sondern ich habe innerlich nur meinen Lärm gehört. Und dann im Laufe der Tage bin ich in diesen Ozean der Stille gesunken. Und als ich das erste Mal erfahren hatte, wusste ich, das hat mir jetzt gerade den Arsch gerettet. Denn in dieser Stille ist jede Antwort, nach der du suchst. So, während dein kleiner oberflächlicher Verstand, also diese aufgewühlte Welle, nur so und so viel Informationen verarbeiten kann. Wir reden von der sogenannten kognitiven Last. Und man sagt, dass wir gerade mal 8 Informationseinheiten pro Sekunde verarbeiten können. Deswegen sind die meisten von uns latent überfordert, weil wir versuchen, dieses bunte Leben über diesen kleinen Geist zu verarbeiten. Und das funktioniert nicht. Ist dein eigentlicher, dein großer Geist, die Quelle deines Bewusstseins, die ganze Zeit von dem, was in dieser Welt passiert, ich möchte nicht sagen unberührt, weil da gibt es eine Resonanz, aber definitiv nicht aufgewühlt, sondern ruhig und klar und immer wissend. Und zwar nicht wissend im intellektuellen Sinne, sondern im tieferen Sinne. So wissend, dass du jetzt gerade am richtigen Ort bist. Wissend, was dein nächster Schritt ist. Wissend, was deine Berufung ist. Wissend an den entscheidenden Weggabelungen deines Lebens, was dein Herz tun muss, damit du am Ende des Lebens zurückschaust und sagst, das war die richtige Entscheidung. Ich werde häufiger gefragt, was ich unter Spiritualität verstehe. Und dann sage ich immer, Spiritualität ist für mich nicht, dass du an irgendetwas glaubst. Spiritualität ist nicht für mich Religion. Oder wenn jemand kommt und sagt, ich kann hell sehen, dann sage ich, schön für dich, aber das ist nicht Spiritualität. So, Spiritualität ist für mich dein Mut, auf einer oberflächlichen Ebene nicht zu wissen und den Zugang zu dieser inneren Stille, Weite und Freiheit zu finden. Und wie du das dann nennst, einfach nur stiller Geist oder Seele, das ist völlig egal. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn du da ankommst, du verstehen wirst, warum ich sage, in dieser Stille in dir ist die Antwort auf jede deiner Fragen. Und deswegen möchte ich dich von Herzen einladen, wenn du es noch nicht gefunden hast, für dich einen Zugang in diese Stille zu suchen. Das kann Tantra sein, das kann Meditation sein, Yoga sein.
Ich kenne Menschen, die gehen dafür einfach in die Natur, was auch immer. Aber finde einen Zugang in diese Stille. Weil aus meiner Sicht wird Folgendes passieren. Wir gehen auf Zeiten zu, wo die Medien, die wir erschaffen haben, soziale Medien, TV und so weiter, noch mehr aktiviert, forciert durch künstliche Intelligenzen, eine so krasse Informationsüberreizung im Außen herbeirufen werden, die dazu führt, dass wenn du in dieser kleinen Welle auf der Oberfläche des Ozeans lebst, also in deinem kleinen Verstand, du wirst gaga gehen. Du wirst nicht mehr hinterherkommen, du wirst verrückt gehen. Ja? So. Und du wirst entweder sagen, gib mir irgendeine Brille, irgendein 3D-System und beamt mich in die Matrix, damit ich nicht mehr selbst denken muss. Oder aber du findest für dich einen Zugang in diesen stillen Ozean, damit ich diese äußere Welt nicht verrückt machen kann. Und das wünsche ich dir aus ganzem, ganzem Herzen. Und jetzt komme ich zu meiner Einladung. So, falls du jetzt gerade eine starke Resonanz zu dem spürst, was ich sage, und vielleicht merkst, du warst schon lange nicht mehr still oder du warst vielleicht noch nie still und du möchtest das endlich für dich auf eine praktische Art und Weise entdecken. Ich gebe einmal im Jahr ein Seminar, das heißt Beyond. Es ist eine Einführung in postreligiöse, postmoderne Mystik. Das heißt, es ist auch für Menschen, die nichts mit Gott am Hut haben, für Menschen, die wissenschaftlich orientiert sind, die aber sagen, ich verstehe, dass ich nicht mein kleines Ego sein kann. Ich verstehe, dass es da etwas Größeres geben muss. Und ich will dieses Größere finden. So, was wir in Beyond machen, ist für 4,5 Tage diese Quellen uns erforschen. Und zwar nicht mit, wir reden ganz viel drüber, sondern im Gegenteil, wir halten die Klappe. Das Seminar findet zum Teil in Stille statt. Und ich zeige dir ganz einfache Meditations- und Kontemplationsmethoden, die dich in Kontakt bringen mit diesem inneren Zeugen in dir. Und das ist extrem heilsam. Ich liebe dieses Seminar, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, wenn Menschen die Klappe halten, die Augen schließen, nach innen schauen, sie finden immer Wahrheit. Sie finden immer Güte und sie finden immer Schönheit. Also wenn dich das berührt und wenn du Lust darauf hast, es findet an der Ostsee statt, an meinem Lieblingsplatz an der Ostsee, in einem wunderschönen Hotel, Beyond. Du findest alle Informationen hier unten drunter, startet im November. Okay. Ihr Lieben, und weil ich jetzt für mich rausgehe, habe ich noch eine Bitte an euch. Ich möchte gerne kurz erklären, warum ich rausgehe. Nämlich genau aus dem Grund, weil ich spüre, dass diese Welt im Aufruhr ist, weil meine eigene Welt im Aufruhr ist, weil es für mich Zeit ist, nochmal viel klarer zu empfangen und zu formulieren, für wen ich wirklich arbeiten möchte, an was ich mit diesen Menschen arbeiten möchte, was meine Aufgabe ist in dieser nächsten Phase. So, dafür gehe ich jetzt gerade raus und dafür gönne ich mir 3,5 Wochen Stille. Ich habe schon gesagt, in dieser Zeit werden hier sehr wahrscheinlich trotzdem Programmpunkte laufen, Aufzeichnungen aus meinen Seminaren, schau ruhig vorbei, aber ich habe einen Wunsch an dich. Weil ich gerade merke, dass ein Teil meines Publikums, zu dem ich in der Vergangenheit gesprochen habe, gerade nicht mehr mein Publikum ist, beziehungsweise ich nicht mehr der richtige Dienstleister für diese Menschen, würde mich sehr interessieren, wer ich in deinem Leben bin und wo und wie du dir durch den Kontakt mit mir Inspiration wünschst. Je konkreter, desto besser. Ja. Wo unterstütze ich dich vielleicht bereits? Worin suchst du dir Unterstützung etc.? Also Hintergrund der Frage ist einfach, ich drücke es mal ganz hart aus, ich möchte und ich kann nicht mehr für Leute arbeiten, die sich einfach bespaßen lassen. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sage, ich will nur noch mit Menschen zu tun haben, privat, aber auch beruflich, die es wirklich wissen wollen. Und ich will und ich wünsche mir, durch eure Antwort, durch deine Antwort, ein Gefühl dafür zu bekommen, zu wem spreche ich ihr auf diesem Podcast-Kanal. Es würde mich total freuen, wenn du hier unten drunter antwortest. Okay? Super. Und
Wie immer, ich freue mich sehr, wenn du kurz nochmal ein Highlight rauskreist. Was hat dich an dieser Session besonders inspiriert? Was war deine wichtigste Erkenntnis? Und ich freue mich natürlich, wenn du das Gefühl hast, das war wertvoll, wenn du es mit deinen Leuten teilst. Pass gut auf dich auf, sei es dir wert, starke Netzwerke aufzubauen, sei so mutig, nicht wissen zu müssen und sei so clever, die Stille in dir zu finden. Alles, alles Gute für dich. Und ich bin dann mal weg.